Und? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir treffen heute Christian. Christian ist Kapitän auf einer riesengroßen Yacht. Wie man Kapitän wird, wer Christian überhaupt ist und wie der Alltag so von einem Kapitän aussieht, alles in diesem Video. Haben wir angerufen, der ist jetzt endlich in den Hafen eingelaufen, auch hier Marina Botafog by the way, und den besuchen wir jetzt. Er ist eben Kapitän, der Eigner des Schiffes, für den er das Schiff ständig dann durchs Mittelmeer fahren darf, hat jetzt die Insel verlassen. Wir können heute mal das Boot anschauen. Ich möchte unbedingt mal euch mehr Einblick geben in das Leben eines Kapitäns. Es war nämlich immer so mein Kindheitstraum, Kapitän zu sein. Das ist bitte für einen geilen Beruf. Und ihr lernt heute einen echten Kapitän kennen, der so wirklich dafür bezahlt wird, dass er Schiffe von A nach B fährt. Und wir werden hören, ist es denn wirklich so romantisch, wie man sich das vorstellt, auf dem Schiff die ganze Zeit zu leben, die schönsten Sonnenuntergänge zu haben, eigentlich dafür bezahlt zu werden, was wir alle lieben. Boot fahren, schwimmen, tauchen. Also, das machen wir jetzt. Kapitän Christian, bitte um Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen. Also macht man wirklich, ja? Bevor man an Bord geht, fragt man erst den Kapitän, ob man überhaupt an Bord darf. Und Schuhe ausziehen gehört auch zum guten Stil. Nein, nicht zum guten Stil, zum kleinen 1x1. Da sind wir! Christian, mega schön, dass es geklappt hat. Hallihallo. Vielen Dank, dass wir heute an Bord sein dürfen. Sehr gerne. Wir sind heute auf einer Princess 88. Genau. Fuß mit Fly. Richtig. Fly Bridge. Was ist eine Fly Bridge? Die Fly ist eine unserer schönen Outdoor Spaces, eigentlich mit die schönste Area. Unter anderem haben wir da unseren Barbecue, wir haben einen Whirlpool, wir haben unser Jetski da oben gelagert, einen Fahrerstand, Cockpit, Kühlschrank, auch ganz wichtig hier an Bord, und diverse Sonnenliegeflächen. Also wenn ich das jetzt so gewusst hätte, hätte ich heute natürlich eine Badehose mitgenommen, dann wären wir im Whirlpool gesessen. Aber wir schauen uns jetzt gemeinsam dieses Boot an. Viele von euch haben mir immer geschrieben, Mensch, wie wird man eigentlich Kapitän bei Halle Experience? Wie sieht eine Ausbildung aus? Von was lebt ein Kapitän? Und heute haben wir einen Profi, der wirklich davon lebt. Und Christian wird uns heute viele Fragen beantworten. Das mache ich, ja. Aber was so als Kindheitstraum so immer ist, was mein erstes war, können wir mal dahin gehen, wo du das ganze Riesenschiff einfach bewegst? Das machen wir. Machen wir los. Direkt genau, als erstes. Ja. Attacke, ich laufe dir näher. Ja, willkommen im Schiff. Das ist der Saloon hier. Alles sehr schön, großzügig gestaltet. Wunderschön. Also Princess, das muss man immer so wissen, das ist so die High-End-Liga. Runter würde es jetzt zu den eigenen Kabinen gehen. Das gehört zum guten Stil, da geht man natürlich nicht hin. Das geht uns auch gar nichts an. Da findet man wie viele Schlafzimmer oder redet man da nicht mal drüber? Doch. Also 4 Stück haben wir dort. Ja. 4 Schlafzimmerkabinen und Crew Cabin, die ist separat. Die Crew Cabinen, die sind im achteren Teil des Schiffes. Unten sind die Gästekabinen, die eigene Kabine und die VIP-Kabine. Alle Kabinen mit Fernseher ausgestattet, Aircondition, eigenen Bädern, Marmor, was das jetzt begehrt, Fußbodenheizung. Und Fußbodenheizung ist das, was eigentlich, wenn man hier sich mit Immobilien beschäftigt, was wir gerade machen, die Jessie und ich, das gibt's auf Ibiza nicht, aber auf dem Schiff gibt es das natürlich. Ja. Wenn wir gerade Crew Cabin hatten, wie viel Besatzung Crew hast du zu verantworten? Also in der Hochsaison kommt natürlich darauf an, was wir fahren. Durchschnittlich sind wir 4 an Bord. Wenn wenige Personen an Bord sind oder wenige Gäste, dann kann man das auch mit 2 bewerkstelligen, das ist kein Problem. Ja. Die zweite Person sollte dann aber fit im Line-Handling sein. Das muss sein. Da sind jetzt schon viele Fachbegriffe mit dabei. Also Crew ist die Besatzung, die das Schiff eben dann fährt, die Gäste bedient. Als Kapitän ist man der Chef der Crew. Dann hast du mit dabei meistens dann eine Hostess oder nennst du das eine? Genau, man hat in der Regel 1 oder 2 Stewardessen an Bord, männlich, weiblich, je nachdem, wie es gewünscht ist. Ein Koch, 1 bis 2 Deckhands. Und es hängt, wie gesagt, ganz stark davon ab, ob man Busy Charter mit dem Schiff jeden Tag fährt und man 12 Gäste an Bord hat oder ob man nur 2 Gäste an Bord hat. Jetzt geht's aber endlich in die Kommandozentrale. Ja? Das ist also dein
Arbeitsplatz, dein Reich. Genau, ja. Richtig. Also auf Langstrecke fahre ich meistens von hier unten, Kurzstrecke von oben und Einlauf in den Hafen auch von oben, weil einfach die Übersicht besser ist. Wenn ich längere Touren mache, dann häufig von hier unten, weil es einfach ein bisschen leiser ist und die Küche und die Kaffeemaschine in der Nähe. Das ist doch ein Gefühl. Ja. Wie viel Gewicht fährt man mit einer 88 Fuß Princess durch die Gegend? Etwa 100 Tonnen. 100 Tonnen? Ja, das sind ein paar LKWs. Ich bin total begeistert. Jetzt gehen wir mal auf die Flybridge. Machen wir. Da sind wir. Auf genau. Der Flybridge. So ist es. Mächtig. Wahnsinn, was hier sich alles versteckt. Das ist hier der Whirlpool, nehme ich an. Genau, ja? Richtig. Der ist hier drunter. Man kann ihn alternativ noch als Sonnenliege nutzen. Wir zeigen den Whirlpool nicht, weil der Christian hat nämlich das Boot winterfest gemacht. Also heute ist der 20. Oktober. Da kann man eigentlich gar nicht so glauben, wenn man das jetzt so gerade so fühlt, von der Temperatur. Als Kapitän wirst du jetzt den ganzen Winter hier an Bord bleiben? Nein. Also das schon als alles? Nein. Ja? Ich fliege auch mal nach Hause. Ja? Nach mehr als 6 Monaten an Bord, das gehört zum Kapitänsleben dazu, insbesondere im Yachting, dass man doch sehr, sehr lange Bordzeiten hat. Also wenn man sich für den Beruf interessiert, muss man sich damit abfinden, dass man nicht sehr viel zu Hause ist. Ja. Also warst du wirklich 6 Monate am Stück oder dann an Bord? Oder? Annähernd. Also ich war einmal zu Hause zwecks Lehrgang, aber bin seit Ende Februar an Bord. Da freut man sich auch wieder aufs eigene Bett. Ja? Definitiv. Hat man Urlaub als Kapitän oder muss man sich das vorstellen? Ja, hat man. Ja. Also den Urlaub, den nimmt man dann meistens in der Off-Season. Also sprich dann so ab Ende Oktober, Anfang November bis nächstes Jahr Februar, März. Hängt so ein bisschen auch vom Wetter ab und wie man Chartergäste hat oder Owner, wenn er an Bord kommen möchte. Weil vorher muss das Schiff natürlich auch wieder aus dem Winterschlaf erweckt werden. Bei uns liegt Werft an, also das Unterwasserschiff kommt neu, sprich die Antifouling. Und es wird poliert und werden diverse kleine Reparaturarbeiten gemacht. Und jedes Befindlichkeiten an so einem Boot, die gehen über deinen Schreibtisch. Genau. Und wer geglaubt hat, dass man als Kapitän eine ruhige Kugel schieben kann, und viel Urlaub hat und eigentlich die ganze Zeit dort arbeitet, wo andere Urlaub machen. Man arbeitet vor allem da, wo die anderen Urlaub machen. Das stimmt. Ja. Und klar kommt Vergnügen nicht zu kurz. Wie würdest du das so beschreiben? Also man genießt schon das Wetter in den jeweiligen Regionen. Man guckt sich natürlich am Abend auch die Orte an. Man geht in die Altstädte rein oder man schaut sich besondere Restaurants oder Bars an. Also da gibt es schon Möglichkeiten, die Welt zu erkunden. Ja. Also deutlich mehr als jetzt eventuell in der kommerziellen Seefahrt im Bereich Kreuzfahrt zum Beispiel. Der Eigner möchte natürlich ja also in die schönsten Plätze fahren, in die schönsten Buchten, in die schönsten Städte am Abend, dann in die schönsten Häfen einlaufen, um dort dann die Zeit zu genießen. Und dann kommt man natürlich selber auch dorthin. Man kommt in den Genuss, die schönsten Dinge oder die schönsten Sachen der Länder zu sehen. Ja. Das ist ein großer Vorteil. Natürlich Nummer 1 Hotspot, den du am meisten liebst, ist natürlich Ibiza. Aber was würde dann gleich danach kommen? Gleich danach. Ich bin großer Italien-Fan. Ja? Aber welchen Spot ich jetzt am schönsten finde, es gibt, glaube ich, keine Nummer 1. Es gibt viele schöne Buchten, wo ich sagen würde, die haben auf einer Skala von 1 bis 10 eine 10. Der place to be. Also ich war mal auf den Philippinen, das hat mir sehr gut gefallen. Also die Buchten und die Gewässer waren ja schon annähernd unschlagbar. Und das ist der Jetski, was ein totaler Funfact ist. Ich habe mich, weil ich mich noch gar nicht für Boating so wirklich interessiert habe, immer gefragt, wie machen die das eigentlich mit dem Jetski? Wie bringen die den da runter? Ist der nicht so schwer oder werfen die den runter? Und irgendwann später war ich dann mal zu Gast auf so einem Boot und dann entdeckt man auch so einen Kran, der das natürlich deutlich einfacher macht, als ihn da runter zu werfen. Richtig. Ja, und hier unsere Bar, Wasserhahn, Waschbecken, was man so braucht, Kühlschrank mit viel Kapazität. Super. Und noch ein Barbecue, auch sehr cool. Wow, super, vor allem mit dem Spiegel, da sieht man nämlich auch das Fleisch von der Rückseite. Ist natürlich für alle Barbecue-Profis wegen dem Licht. Also ich glaube, die größte Frage ist vielleicht nicht, wie wird man Kapitän? Das kommt danach, sondern was verdient man als Kapitän? Kann man davon leben? Ja, man kann davon leben. Hängt von der Yachtgröße ein bisschen ab. Was heißt ein bisschen, also sehr stark. Je größer die Yacht, desto höher der Verdienst. Und grundsätzlich kann man sagen, dass sich das so, wenn man Durchschnitt zieht, beim Pilotengehalt vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger einpendelt. Je größer die Yacht, desto größer auch die Verantwortung. Also wenn wir eine 100-Meter-Yacht haben, dann sind es Gehälter von ungefähr 2 bis 3 Piloten.
wenn es dann kleiner wird, dann entsprechend weniger. Das ist vielleicht noch eine ganz interessante Sache. Wir reden jetzt von 88 Fuß. Die ist dann wie lang, wie viele Metern? 27. 27. Also wenn man von einer 100 Meter Yacht redet, das macht man so mal im Volksmund, das ist dann nachher schon nochmal ein Stück länger, größer, breiter. Da ist auch nochmal deutlich mehr Besatzung. Aber als Kapitän kann man ganz gut leben. Man hat vielleicht dann auch manchmal eben das Thema, dass man eben die Heimat doch häufig vermisst. Also es ist auch so, dass man natürlich irgendwie für die Abwesenheit bezahlt wird. Das, so sehe ich persönlich es zumindest. Man muss natürlich auch Spaß am Beruf haben. Das habe ich ganz besonders. Also ich habe eigentlich mein Hobby zum Beruf hier gemacht mit dem Yachting, weil man muss in diesem Business, eigentlich sollte man es nehmen, aber hier muss man 101% geben, weil die Schiffe müssen top aussehen, sie müssen immer funktionieren. Und es geht um Sicherheit, um Menschenleben. Sicherheit, ne? Es geht um Service-Mentalität, also das spielt alles eine Rolle. Ja. Da gehört dann vielleicht auch, vielleicht darf ich das so privat fragen, wenn ich mir das jetzt vorstelle, also für mich war das so damals so ein K.O.-Kriterium, will ich mal sagen, dass mein Vater mir mal gesagt, Mensch, ja, wenn du Kapitän bist, dann wird es mit Familie dann irgendwann mal schwieriger. Ist es so, wie ich es persönlich so vermute, als Kapitän ist man eher Single? Ja, tendenziell ist es schon nicht ganz leicht, eine Beziehung zu führen, wenn man mehr als 6 Monate im Jahr nicht zu Hause ist. Es gibt natürlich die Option, dass man eine Beziehung an Bord führt. Ansonsten muss man halt Jetzt fragen wir mal die Abwesenheit. Wie ist denn dein Beziehungsstatus gerade? Darf ich das fragen? Ja, gerne. Ja? Single. Also du bist gerade auf der Suche, möchtest dein Leben verändern und den Mann fürs Leben kennenlernen. Du liebst das Meer, gut aussehende Männer wie Christian und Boating. Ja? Denn bewirb dich jetzt als Stewardess, Deckhand, wie auch immer. Und vielleicht triffst du schon deinen Traumkapitän, mit dem du durchs Leben schipperst. Ja? Wir verlinken deinen Instagram-Account bei uns in den Shownotes. Jetzt kommen wir mal zum ernsten Punkt. Das interessiert vor allem mich, weil ich laufend auf der Suche nach Kapitänen bin. Aber auch ich persönlich einfach finde, dass so die Deutschen, Österreicher, Schweizer einfach viel zu wenig in der nautischen Welt Fuß fassen, weil sie es vielleicht gar nicht wissen, dass man eigentlich eine Kapitänslaufbahn angehen könnten. Gerade also, wenn ihr momentan nicht wisst, Mensch, was will ich später mal machen? Das ist ein verdammt geiler Beruf. Ja? Wie wird man Kapitän? Wie geht's los? Was ist das Allererste? Bekanntlicherweise führen mehrere Wege nach Rom, aber es gibt die Möglichkeit, Nautik zu studieren. Das ist so der schnellste Einstieg, würde ich sagen. Meistens in Norddeutschland bieten das diverse Universitäten an, beziehungsweise Hochschulen. Die Alternative ist, das über eine Fachschule zu absolvieren. Das ist auch möglich. Jedoch muss man dann davor ein bisschen Seefahrtszeit mitbringen. Das heißt, Erfahrung an Bord, Meilen gesammelt haben. Genau, ja? Genau. Also man bewirbt sich dann bei Reedereien, sammelt Bordtage, mit denen man sich dann später an der Fachschule bewerben kann, beziehungsweise man muss eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker gemacht haben und dann hat man die Befähigung, an die Fachschule zu gehen, um da seine nautischen Patente zu machen. Das ist der Weg, wenn man kein Abitur hat. Wenn man Abitur hat, kann man direkt an die Hochschule gehen, Nautik studieren. Man absolviert seine Seefahrtszeit in der Regel als Kadett. Und jetzt mal so eine Frage. Ich bin immer so ein Mann der Praxis. Hört sich besser an, als zu sagen, ich bin zu faul, um zu lernen. Gibt es da so einen Abkürzungsweg, der dann mehr in der Praxis ist? Also dass man jetzt, ich fange jetzt beispielsweise, ich habe damals angefangen, ich habe mein Bodensee-Schifferpatent gemacht, alle möglichen Scheine, die sie da angeboten haben, bis hin zum SKS gemacht. Gäbe es jetzt eine Möglichkeit, hiervon abzugraden und dann weiterzumachen, wo das irgendwie angerechnet wird? Oder ist da dieser Weg, führt nicht zum Ziel, da wirst du vielleicht eine Deckhand. Also im Yachting ist es möglich, dann kann man noch aufbauen, also SKS, SSS und SAS. Damit kann man, ich würde sagen, 40, 45 Meter fahren. Sobald die allerdings kommerziell werden, also in die Charter gehen, beziehungsweise über 500 Tonnen schwer werden, dann muss was Kommerzielles her, dann wird es auch mit dem SKS und SAS nichts mehr. Und wenn man es jetzt mal ganz konkret machen möchte, für eine Schiffsgröße wie die jetzt, eine 88 Fuß, eine 100 Fuß, jetzt möchte ich hiervon angeheuerter Kapitän sein. Kann man da ganz grob sagen, wie lange man dafür braucht, um diese Ausbildung, um das zu erreichen? Ja, kann man. Also ich kann das jetzt einfach an meinem Beispiel nehmen. Das ist vielleicht am einfachsten. Ich habe 5 Jahre Nautik studiert, bin dann als Offizier einige Jahre gefahren. Insgesamt hat es ungefähr 7 Jahre gedauert. Studium. 7, 8 Jahre. Kommt darauf an, wie fleißig man ist und dass man sich selber auch als Ziel steckt. Ja. Und das wollte ich euch unbedingt mal vorstellen, denn es war immer so ein Lebenstraum von mir, Kapitän zu sein. So hat auch diese ganze Idee von Hull Experience irgendwie begonnen. Wie kann ich damit Geld verdienen, um so etwas machen zu können? War aber einfach zu faul oder einfach dann auch zu alt dann schon, um jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt noch diese Ausbildung. So alt ist man nie. Nein. Aber wenn man eine Familie gründen möchte, soll man vielleicht dann doch irgendwann sich da lieber früher anfangen und diese Zeit dann auch haben. Ja.
Und falls du immer noch Single bist und noch Kapitänin oder Deckhand werden möchtest, findest du den Account von Christian in den Shownotes. Christian, vielen lieben Dank, dass wir an Bord sein durften. Ja. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ja, falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Vielen lieben Dank, Christian. Sehr gerne. Liebe Grüße aus Ibiza. Ciao, ciao.